Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 21. Oktober 2018 nach indischen Astrologie. Ich habe die Tageshoroskopen verändert, ich zeige das bildhaft. Wenn die Schicksalstagen kommen, und das sind wichtige Tage, wichtige schicksalhafte Ereignisse, Entscheidungen oder eine andere Richtung, wo unsere Schicksalswege verändern, diese besonderen Tage werde ich in die Zukunft persönlich vermitteln. Also dann zeige ich mich wieder und das wechselt sich dann ab. Es gibt Tageshoroskopen, wo ich so bildhaft die Horoskopen erkläre und bei den Schicksalstagen werde ich dann persönlich das vermitteln. Die indischen Astrologen berechnen ihren Horoskopen anderes, als wir in westlichen Astrologie kennen, weil sie berücksichtigen, dass unserem Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat. Und diese Berechnung ist präzis und übereinstimmt, so wie die Astronomen das auch berechnen. Und das zeige ich jetzt, was erwartet im heutigen Tag, in diesem 21. Oktober. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Waage in Osthorizont auf, macht sich sichtbar. Das trifft natürlich die Waagengeborenen, sich sichtbar zu machen. Das ist die Sonnenenergie. Etwas klar und deutlich sehen, erkennen oder sich sichtbar machen, die Bedürfnis wahrgenommen zu werden, sich im Mittelpunkt stellen und da ändert sich etwas an Aussehen, ändert sich etwas auf dem Auftreten. Also es ist gut möglich, besonders bei den Waagegeborenen, dass ein neuer Haarschnitt kommt oder neue Kleider oder eine selbstbewusstere Auftreten, ändert sich auch etwas in Persönlichkeit. In diesem Moment, wo die Tierkreiszeichen Waage, was zu Luftelement gehört, aufsteigt in Osthorizont, im selben Moment geht in Westhorizont unten die Tierkreiszeichen wieder. Interessant auch, dass die beiden Tierkreiszeichen ihren eigenen Platz spiegelverkehrt zeigen. Das wäre die vertraute Platz für die Widder und das wäre die vertraute Platz für die Waage. Und hier hat das auch etwas zum Bedeuten, was spiegelt sich hier? Das eigene Selbst und die Partnerschaft. Und hier brauchen wir einen Austausch, wird das auch gespiegelt und das bringen wir in Gleichgewicht. Also das eigene Selbst vertreten, aber Rücksicht nehmen auf den Partner oder Partnerin, damit das im Gleichgewicht bleibt. Und so kommt das in Harmonie und das werden wir in diesem Monat, weil das bleibt ganzen Monat lang, gespiegelt. Der nächste Platz sind die Werte, Wertschätzungen, Selbstwertgefühl und Finanzen. Und diese Themen haben gerade die Skorpiongeborenen. Das sind keine Tagesereignisse, sondern das ist die Monatsthema. Die nächste Platz sind die vertraute Umgebung, kleine Reisen, kleinere Veränderungen, ein Fest, etwas in Bewegung, in vertrauten Umgebung, Einladungen oder ein Besuch. Und das sind die Bekannten und die Verwandten. Aber bedeutet auch Seminare und Schulungen und Ausbildung und Medienkommunikation. Und das bewegt gerade die Schützengeborenen. Ganzer Monat lang, das schiebt sich zwar und nächsten Monat haben wir andere Themen. Aber jetzt in diesem Monat bleibt das und das erleben die Schützengeborenen.
ein Basis, ein Fundament und die inneren Ruhe und Kraft, das eigene Zuhause und Themen mit eigenen Zuhause oder Immobilien oder etwas gründen. Diese Themen haben gerade die Steinbock-Geborenen. Sie vertreten auch die Erde-Element. Es ist auch interessant, dass die Tierkreiszeichen Steinbock fühlt sich hier oben viel besser und die Krebs fühlt sich hier unten besser. Sie haben auch den Platz getauscht. Sie spiegeln auch etwas. Hier ist das eigene Zuhause oder der Rückzug und hier ist die Öffentlichkeit, die Berufung, wahrgenommen zu werden, die Status und Anerkennung. Hier wurde auch etwas gespiegelt, sie haben auch den Platz getauscht, könnte man sagen. Thema Kinder oder eigenen Kindheit, aber auch die schöpferische Kraft, die Ideen umsetzen im Tat, diese Themen haben gerade die Wassermann geboren. Die Alltag zu bewältigen, arbeiten, die Pflichten nachzugehen, um die Gesundheit kümmern, das sind die Themen gerade bei den Fischen geborenen. Liebe Partnerschaft ist ein wichtiges Thema für die Wiedergeborenen. Eine Wandlung, Veränderungen und alles in Ordnung bringen, auch finanziell, auch mit Ämtern oder eine rechtliche Lage. Diese Themen haben zurzeit die Stiergeborenen. Eine große Reise, die Weite, hohe Ziele, hohe Ideale oder wirklich eine Reise oder Kontakte im Ausland, das haben gerade die Zwillingsgeborenen. Diese Reise kann auch eine innere Reise sein oder ein Studium. Die Berufung suchen oder die Berufung leben, dann Anerkennung zu bekommen, diese Bedürfnis haben gerade die Krebsgeborenen. Freundschaften pflegen, neue Freunde finden, etwas organisieren, dann die Hoffnung nicht aufgeben, das sind die Themen für die Löwengeborenen. Ein gewisser Rückzug, die Geheimnisse zum Erfahren oder die Geheimnisse forschen oder die Feinde besiegen, um den seelischen Zustand aufrechterhalten oder um die Seele kümmern, das sind die Themen gerade bei der Jungfrau geboren. Das sind die Grundthemen für den Monat. Und natürlich die Planeten bringen Veränderungen, weil die Planeten, auch Sonne und Mond, sie bewegen sie sich. Sonne befindet sich in der Tierkreiszeichen Waage, also ich setze hier die Sonnenkraft. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann und im Grenzbereich zwischen Wassermann und Tierkreiszeichen Fischen, das heißt bei Sonnenaufgang noch in Tierkreiszeichen Wassermann, aber im laufenden Tag oder später, spätabend übergeht dann Mond in Tierkreiszeichen Fischen. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Ich setze die Mars hierher. Merkur befindet sich noch im Tierkreiszeichen Waage. Das ist die Merkur-Energie hier. Und Jupiter, der große Glücksplanet, befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion. Venus befindet sich rückläufig in Tierkreiszeichen Waage. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Uranus befindet sich im Tierkreiszeichen Widder, ist auch rückläufig. Dann setze ich das hier her. Neptun ist auch rückläufig. Und nach indischen Berechnung bewegt sich in Tierkreiszeichen Wassermann und Pluto nach indischen Berechnung in Tierkreiszeichen Schütze. Diese Planeten haben einen Einfluss auf dem einzelnen Tierkreiszeichen.
Bei Tierkreiszeichen Wagen geboren ist wichtig auch die Liebe, Partnerschaft, aber in diesem Platz auch das Selbst, nicht aufgeben. Dann die Gespräche und auch durch die Sonnenkraft auch die Wahrheit, die Suche nach die Wahrheit, klärenden Gesprächen. Und bei rückläufiger Venus kann das auch Themen sein von Vergangenheit. Jupiter im Skorpion, natürlich im Finanzbereich, gibt es gerade Chancen, Möglichkeiten, die Finanzen verbessern oder Glück haben, etwas zum Gewinnen. Die Möglichkeiten, Chancen sind da, aber Vorsicht mit Jupiter-Energie, weil Jupiter neigt dazu, etwas vermehren. Natürlich, wenn das Gewinn ist, dann ist wunderbar, dann ist das Gewinn Chancen. Aber Jupiter neigt zum etwas Übertreiben. Und wenn die Ausgaben, die Kauf wird, Einkaufen wird übertrieben, dann ist das kein Geldeinnahme, sondern mehr Geldausgabe. Saturn und Pluto sind bei Tierkreiszeichen Schütze. Hier erteilt Saturn natürlich Lernaufgabe. Die Lernaufgabe ist Loslassen. Alles aus dem Weg räumen, was stört. Oft sind das Gefühle wie Angst und Zweifel und das, was die Schützengeborenen gerade lernen. Bei den Steinbockgeborenen ist wichtig die Kraft. Kraft zum Haben, etwas in Bewegung zu setzen, mutig zu sein. Und sie finden ihren Kraft gerade zu Hause bei dem Rückzug. Deswegen ist auch in diesem Platz. Und die Träume, Visionen haben gerade die Wassermann geboren. Das ist die Neptun- und Mondenergie. Das hat mit Träumen etwas zu tun, mit Visionen etwas zu tun. Und dabei sind sie gerade die Wassermann geborenen, ihren Träume zu verwirklichen, ihre Ideen. Und wie sind die Verbindungen? Sonne steht sehr gut in Verbindung mit Jupiter. Das heißt, in rechtlichen Lagen klärt sich etwas auf oder wir bekommen unsere Rechte. Das ist auch möglich. Oder die Chancen und Möglichkeiten sind sichtbar. Mond steht eine sehr gute Verbindung zum Mars. Die sind benachbart hier und das ist eine Unterstützung, die sind unterschiedlich von der Energie her, aber bei dieser Nähe kommt eine gegenseitige Unterstützung. Das heißt, die Männer, und das ist die Mars-Energie, die Männer nehmen ihren Träume, ihren Sehnsüchte, ihren Gefühlen bewusst wahr und kommen mehr zu dieser Leichtigkeit. Das ist die Luftelement der Wassermann und wenn Mond übergeht in Tierkreiszeichen Fischen, dann fließt das auch so, dass die Männer offener sind und sprechen auch von Gefühlen. Es ist spürbar noch diese Merkur-Mars-Spannung. Merkur in Waage, Mars in Tierkreiszeichen Steinbock. Von den Elementen her kommt diese Unverträglichkeit, das ist eine gewisse Spannung. Aber Merkur bewegt sich schneller als Mars, entfernt sich jetzt von dieser Position, von dieser Verbindung. Und natürlich wird das angenehmer sein, die Kontakte und Gespräche. Und die Tage kommt das alles im Fluss, sodass die Männer offener sind und sprechen auch über Gefühle. Bei Tagesenergie ist sehr wichtig der Mondeinfluss, weil Mond ist wie die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und die Sonne ist die kleine Uhrzeiger, bewegt sich langsamer, beziehungsweise die Bewegung mag gar nicht die Sonne, sondern die Bewegung mag eigentlich unseren Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Also das bedeutet, das ist wie ein Uhrwerk, die kleine Uhrzeiger ist die Sonne, die große Uhrzeiger ist Mond und bei diesem großen Uhrzeiger, dieser schnellen Bewegung des Mondes, beeinflusst unseren Tagen. Hat einen Einfluss auf unseren Alltag
Und das sollen wir täglich berücksichtigen, die Bewegung des Mondes und dazu noch die Verbindungen, die Planeten. Die heutige Mondenergie in Tierkreiszeichen Wassermann gehört zum Luftelement. Diese Mondenergie unterstützt die Luftelemente. Ein gutes Gefühl beeinflusst unsere Gefühle und das spüren Sie die Waagegeborenen und spüren Sie auch die Zwillingsgeborenen. Dieser Wassermann-Mond hilft auch für die Feuerelemente und das spüren Sie die Schützengeborenen, also angenehm. Und auch die Wiedergeborenen. Das ist eine gute Mondenergie gerade. Für die Löwengeborenen ist das etwas speziell, weil das liegt gegenüber, die Mond spiegelt etwas. Und das ist die Aufgabe, im inneren Gleichgewicht bleiben oder auf die Gefühle achten, weil dieser Mond spiegelt, sollen wir in dieser Spiegel schauen, das sagt etwas. Für die Löwengeborenen auf die Gefühle achten, auf die innere Ruhe und im inneren Gleichgewicht auch bleiben. Die Nachbarn Tierkreiszeichen profitieren auch davon. Da kommt eine Unterstützung und das spüren die Steinbockgeborenen und auch die Fischengeborenen. Das ist die Vertrautheit, diese Nähe. Und wo gewisse Unsicherheit entsteht, eine innere Unsicherheit und Zweifel, das haben sie gerade die Jungfraugeborenen und die Krebsgeborenen. Und wo Spannung ist und sie nervös und unruhig, das haben gerade die Skorpiongeborenen und die Stiergeborenen. Aber Mond ist im Grenzbereich, übergeht dann zum Tierkreiszeichen Fischen. Gegen Abend ändert sich das alles. Und dann habe mit diesem Fischemond eine gute Mondenergie alle Wasserelementen, also die Skorpion gehört dazu und die Krebs gehört dazu. Unterstützung kommt bei den Erdeelementen, da spüren sie die Steinbockgeborenen und die Stiergeborenen. Und dieser Spiegel, was die Mondenergie spiegelt, das kommt bei den Jungfraugeborenen, wie ich schon sagte. Innere Ruhe bewahren, inneren Gleichgewicht bewahren und auf den Gefühlen achten oder Gefühlen auf anderen, dass da keine Spannung entsteht oder Missverständnisse entsteht und so bleiben wir in Harmonie. Und dieser Fischenmond löst eine gewisse Unsicherheit aus bei den Löwengeborenen und bei Waagegeborenen. Unterstützung, die Vertrautheit, die Nähe verspüren dann die Wassermanngeborenen und die Widdergeborenen und Spannung wird dann kommen bei Zwillingsgeborenen und bei Schützengeborenen. Das ist gegen Abend und natürlich auch morgen. Bei indischen Astrologie gibt es Mondhäuser, was nichts anderes ist als die Tagesbewegung des Mondes. Und das wird auch vermittelt im heutigen Tag. Dieser Mondhaus, wo Mond sich bewegt, wirkt auf dem Tag. Und dieses Mondhaus heißt Purvapada und bedeutet eine Wandlung. Es ist etwas anstrengend, weil wir gehen über unsere Kräfte. Und hier wird in diesem Mondhaus ein Einfluss haben von Pegasus. Also Pegasus beeinflusst diesen Mondhaus. Und Pegasus ist dieser geflügelte Pferd. Das kennen wir von der klassischen griechischen Mythologie. Und das bedeutet, befreit zu sein von etwas, die Sattel selbst in Hand zu nehmen, etwas in Bewegung setzen, aber wir sammeln erstmal die Kraft und dann können wir etwas bewegen. Also wichtig ist Ängste loslassen, Hindernisse überwinden, in Kraft zu bleiben, etwas vorbereiten, die Richtung bestimmen, die Sattel selbst in Hand zu nehmen und dann kommt die Bewegung, was zum Erfolg führt. Bei den Verbindungen habe ich etwas vergessen zu sagen, was auch sehr wichtig ist.
Venus und Saturn stehen in einer sehr harmonischen Verbindung, Ernsthaftigkeit in die Liebe, Partnerschaft, karmischen Begegnungen, schicksalhafte Veränderungen und Verbesserungen. Und Mond bekommt einen guten Einfluss von Pluto, also die Zeit ist gut zu dieser Wandlung, die Gefühle aufräumen, Ängste, Zweifel, Schuldgefühl, all diesen Gefühlen loslassen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich erwähne noch die Blitzberatungen, was ist es und wie funktioniert es. Es sind E-Mails-Beratungen, geht auch blitzschnell. Ihr schreibt mir ein E-Mail, stellt eure Fragen und ihr bekommt die Antwort noch im selben Tag, spätestens im nächsten Tag habt ihr schon die Antwort. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Video, wo ich euch gerne informieren möchte. Thema ist Geld und Finanzen. Ich habe ein Klärungsvideo gemacht über Geld und Finanzen. Dieses Klärungsvideo wird nicht veröffentlicht. Ist auch nicht zu jedem zugänglich. Diese Video bekommen diejenigen, die ernsthafte Interesse daran haben, ihren finanziellen Situation zum Verbessern und sind bereit, ihren Einstellung zum Ändern, zum Geld, sind bereit, ihren Ängste loslassen. Diese Klärungsvideo über Geld und Finanzen ist gratis. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Das hat mit Beratungen und Kosten nichts zu tun. Fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich freue mich selbstverständlich, wenn da Interesse besteht. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.